aktuelle Situation wollen wir noch mal einordnen mit Roderich Kiesewetter von der CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Oberst AD. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kiesewetter. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ohm. Guten Morgen, Herr Hitler. Wie groß ist Ihr Verständnis für die offenbar etwas blank liegenden Nerven des Kanzlers? Naja, der Kanzler hat ja jetzt zum zweiten Mal einen großen Fehler gemacht, nämlich wieder etwas ausgeschlossen. Im letzten Jahr schloss er Kampfpanzer aus und Schützenpanzer. Und dann haben die Amerikaner darauf gesetzt, dass die Deutschen doch die Panzer liefern. Und Scholz wusste, dass die Amerikaner das gar nicht wollten. Und da die Amerikaner dann sahen, wie Scholz isoliert war, haben sie zu seiner Überraschung ja die Panzer geliefert. Dann konnte Scholz nicht anders. Und ähnlich wird es irgendwann auch in Europa mit den Flugzeugen sein. Frau Esken hat ja sehr wohl erkannt, wie isoliert unser Kanzler unser Land international hat. Und deshalb ist es gut, nichts auszuschließen. Es geht hier gar nicht um deutsche Kampfflugzeuge. Die sind eh nicht einsatzbereit. Es geht darum, dass Länder wie Norwegen, wie die Niederlande, wie Belgien, die über große Mengen F-16 verfügen, das leisten. Entscheidend ist, die Amerikaner haben schon vor einem Jahr mit der Ausbildung der F-16-Piloten begonnen, damit die ukrainischen Piloten ihre Lizenzen nicht verlieren. Die müssen ja auch Fluglizenzen behalten. Und damit wären verfügbar die Piloten. Und wenn dann europäische Staaten es liefern, sehr gut. Aber da wird man einen großen Bogen um Deutschland machen. Aber es ist ja dann eine Phantomdiskussion. Warum führen wir die überhaupt in Deutschland? Weil Eurofighter und ich meine, der Tornado, den will ja eh keiner mehr haben, stehen noch gar nicht zur Diskussion. Die stehen nicht zur Diskussion, aber wir Deutschen machen ja wieder den Fehler, alles auszuschließen. Und wenn man sagt, wir machen alles abgestimmt mit unseren Partnern, dann sollte wenigstens der Bundeskanzler sehr klar sagen, wenn unsere Partner dies liefern wollen, dann dient das dem übergeordneten Zweck, dass die Ukraine gewinnt, dass zum Beispiel die Versorgungslinien der Russen auf der Krim abgeschnitten werden und dass die Ukraine überhaupt noch Chancen hat, dem russischen Aggressor zu begegnen. Und da schließt der Kanzler schon wieder aus. Damit isoliert er schon wieder unser Land und selbst seine eigene Partei ist gespalten. Also es geht hier um europäische entsprechende Jets und nicht um deutsche. Und Deutschland sollte den anderen nicht im Wege stehen, denn sonst sind wir wieder ein Stolperstein für den Sieg der Ukraine. Und das ist bitter. Militärisch, ab welchem Zeitpunkt würden diese Kampfflugzeuge denn Sinn machen? Wir hatten gerade Gelegenheit, vor einer halben Stunde mit Professor Massala zu sprechen, der zum Beispiel sagt, ganz andere Sachen sind im Moment viel, viel wichtiger, wie eben Artillerie, wie weitere Flugabwehr und Ähnliches. Deutschland sollte sich auf das konzentrieren, was es kann, nämlich Landstreitkräfte bereitstellen. Hier geht es auch um die Produktion von Munition, Artilleriemunition. Es geht auch um die Bereitstellung von, ja, ich hoffe mal, um die 100 Kampfpanzer auf weitere Sicht und auch um die Ausbildung. Und Deutschland sollte alles machen, dass jetzt nicht wieder eine Debatte geführt wird, was die Ukraine nicht darf, sondern Russland bereitet eine massive Offensive vor. Und das Schicksal der Ukraine entscheidet sich, ob es in eine Verhandlungsposition gebracht wird, also seine Grenzen wieder erlangen kann. Und das Schicksal Putins hängt an der Krim. Und wenn es gelingt, die Krim von den russischen Versorgungslinien abzuschneiden, das geht nur mit Kampfflugzeugen, Luftnahunterstützung, Artillerie und anderem, dann ist es sinnvoll. Aber das strategisch Falsche, was jetzt wieder gemacht wird, ist eine Bastardiskussion, statt mit unseren Partnern zu erwägen, wen Deutschland unterstützen kann mit Logistik und anderem und wie Deutschland seine eigenen Fähigkeiten am besten einbringen kann. Und das hat Frau Esken erstaunlicherweise erkannt. Und ich hoffe mir auch, dass die Frau Strack-Zimmermann nicht Dinge ausschließt, die unsere Partner zu entscheiden haben. Deutschland spielt inzwischen kaum mehr eine Rolle in diesen strategischen Fragen. Deswegen sollten wir unsere Hausaufgaben wenigstens bei den Landstreitkräften machen. Herr Kiesewetter, für Sie als Opposition, wie bewerten Sie denn dann auch den Zustand der Ampelkoalition im Moment? Also gut, die Panzerlieferungen haben wir gesehen, dass FDP und Grüne ja auf Distanz zum Kanzler gegangen sind und ihn regelrecht getrieben haben. Jetzt aber auch dieses Missverhältnis zwischen Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die ja tatsächlich gesagt hat, wir sind im Krieg mit Russland. Also in welchem Zustand ist gerade die Regierung? Also ich möchte hier noch mal eine Lanze für Frau Baerbock treffen. Sie hat sich vielleicht nicht auf Englisch ganz glücklich ausgedrückt, aber wir sind Kriegsziel Russlands und das hat sie damit deutlich gemacht. Und wir sollten uns jetzt nicht mit russischen Narrativen spalten lassen und das macht leider der Kanzler. Die Koalition ist in dieser Frage sehr zerrissen, aber als Opposition sollten wir darauf achten, dass unser Land als Ganzes sich nicht isoliert. Da hilft es also nicht, noch einen weiteren Keil in die Koalition zu treiben. Sie zerlegt sich von alleine in dieser Frage. Viel wichtiger ist, dass wir international verlässlich sind. Und der Kanzler macht eben den großen Fehler, Dinge auszuschließen, die er hinterher, das hat er auch im Bundestag wieder gemacht, keine
Flugzeuge beispielsweise zu liefern, die er hinterher wieder bereut. Er sollte vielmehr unsere Partner ermutigen, dass sie das, was sie leisten können, auch tun und mal darüber nachdenken, warum er so isoliert ist in dieser Koalition und eben keine Unterstützung in dieser Frage von FDP und Grünen mehr hat. Das liegt allein am Kanzleramt, wenn selbst die SPD-Vorsitzende dem eigenen Kanzler hier nicht zur Seite steht. Herr Kiesewetter, wir bedanken uns für das Gespräch, wünschen Ihnen eine gute Woche. Vielen Dank, Ihnen auch. Alles Gute. Dankeschön. Danke.